Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Auf dieses hier habe ich mich ganz besonders gefreut, weil neben mir steht mein nagelneues Schmuckstück hier in unserem Haus, nämlich das Peloton Bike Plus. Das hat mich vor ziemlich genau auf den Tag 2 Monaten erreicht. Ich bin in dieser Zeit 85 Rides, wie man das ja in dieser Peloton-Welt bezeichnet, mit dem Rad gefahren. In diesem Ökosystem gibt es ganz viele andere Optionen, sich fit zu halten, angefangen von so klassischen Cardio-Übungen, also so Hit-Trainings, wie man es ja bezeichnet, gehend auch über Kraftübungen, Yoga, Meditation etc., habe ich in Summe tatsächlich 106 Workouts in diesen 2 Monaten absolviert und habe das gesamte Programm auch jeden Tag genutzt. Selbst zu Zeiten, wo ich wirklich einen sehr, sehr anstrengenden Arbeitstag hatte, es abends auch spät wurde zum Teil, war es für mich überhaupt gar keine Qual. Ich bin wirklich jeden Tag darauf und ich kann dieses Fazit vielleicht schon mal vorwegnehmen. Das Teil kostet unfassbar viel Geld, aber es war mit Abstand die beste Investition, die ich persönlich in der letzten Zeit getätigt habe. Ich habe extrem viel Freude damit, aber es ist nicht alles perfekt und das möchte ich gerne mit euch teilen. Ich habe mich dazu entschieden, weil ich hier stichpunktmäßig ein bisschen was vorbereitet habe und da schon festgestellt habe, hey, das wird extrem viel, das Ganze in 2 Videos aufzuteilen. In diesem ersten Teil hier geht es also eher um das Rad selbst, um die Hardware, ja, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Gab es vielleicht auch schon Probleme? Kleiner Spoiler, ja, das ist der zweite Rahmen, der hier steht. Beim ersten gelieferten Bike gab es direkt nach ein paar Tagen schon größere Probleme. Wie ist dieser Austausch vonstatten gegangen? Wie war die Wartezeit, Lieferung etc.? Da soll es hier so ein bisschen drum gehen. In dem zweiten Videoteil, den verlinke ich euch mal oben in der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung, geht es dann eher um die rundum Erfahrung mit diesem gesamten Peloton-Programm. Macht es Spaß? Wie sind die Kurse etc.? Ich habe mir am Anfang natürlich die Frage gestellt, soll es das normale Bike oder das deutlich teurere Bike Plus sein, das auch erst kürzlich auf den Markt kam. Also kürzlich ist relativ, ein paar Monate ist es schon her, aber ist eben die neuere Version des Rades. Ich habe dann mir mal angeschaut, wo die Unterschiede so konkret liegen und man kann grob sagen, dass es für mich auf jeden Fall 2 Merkmale gibt, die für mich ganz klar das Bike Plus interessanter gemacht haben. Und das ist die Tatsache, dass ich einmal eine Apple Gym Kit Integration habe. Ich bin Apple Watch Träger und liebe es auch, meinen Puls damit zu monitoren und diese ganzen Aktivitäten damit zu tracken. Und es ist hier bei dem Bike Plus so, ich halte vor dem Ride, also vor der Radfahrt sozusagen, die Uhr mit dem Display einfach oben in Richtung der Kamera auf dem großen Display und schon konnektieren die beiden sich miteinander und ich sehe dann meine Pulsfrequenz auf dem Rad und habe das Ganze auch dann ordentlich in dem Peloton-Programm hinterlegt. Das geht über indirekte Wege mit irgendwelchen Drittanbieter-Apps wohl auch, wenn ich das Ganze mit dem normalen Bike, also mit der preiswerteren, älteren Version tue. Das schien mir aber so ein bisschen Bastelei zu sein. Ich hätte mir auch einfach von Polar oder anderen Herstellern so ein Brust- oder Oberarmgurt kaufen können. Das hätte mit Sicherheit auch funktioniert. Aber das war für mich so mit ein Grund zu sagen, nee, das Bike Plus soll es dann werden. Und der zweite Punkt war ganz klar eine Auto-Follow-Funktion. Und zwar könnt ihr euch das so vorstellen, der Trainer fährt ja vor euch und sagt dann, jetzt fahren wir mit einer so hohen Trittfrequenz und der Widerstand bitte auf beispielsweise 60, wenn es Richtung Berg geht. Und dann sorgt dieses Rad dafür, auf jeden Fall bei aufgezeichneten Rides, dass der Widerstand dementsprechend angepasst wird. Ihr müsst also nicht hier an diesem Knopf drehen, um es schwerer oder leichter zu stellen, sondern das macht das Rad selbst. Das ist natürlich eine, ich sage jetzt mal, Komfortfunktion, über die man sich streiten kann. Braucht man die nicht. Ich werde in meinem zweiten Videoteil darüber ein bisschen umfangreicher sprechen, weil bei so Live-Rides, also man kann wirklich in dem Moment fährt der Trainer live in irgendeinem Studio in New York oder auch in London, da arbeiten viele deutsche Trainer, die dort angestellt sind zum Beispiel, da funktioniert dieses Auto-Follow nicht, wenn ich mit dem Bike Plus fahre, da muss ich manuell drehen. Bei allen aufgezeichneten Radfahrten hingegen kann ich dann aber dieses Auto-Follow einfach mit so einem kleinen Symbol aktivieren. Das heißt, ich merke sowohl wie es mit als auch ohne ist und ich muss klar sagen, dass dieses Merkmal ein ganz, ganz klares ein Gewinn, ein Zugewinn an Komfort ist aus meiner Sicht und ich würde mich auch jederzeit wieder so entscheiden. Ich habe mich also für das Bike Plus in dem Komplettset entschieden. Da sind hier so eine Matte drauf, auf der ich gerade sitze, wo das Rad selbst drauf steht. Man schwitzt halt schon relativ stark beim Fahren, also ist schon schweißtreibend. Das heißt, ich würde es jetzt hier auch nicht einfach auf den Boden stellen wollen, sondern eine Matte darunter macht schon Sinn. Dazu gab es dann auch noch so eine Art Yogamatte, also Trainingsmatte, um weitere
Trainings durchzuführen. Es gab diverse Widerstandsbänder, mit denen ich arbeiten kann. Zwei kleine Hanteln, die auch hier hinten ihren Platz drin finden. Und zusätzlich gab es eben auch noch ein paar Schuhe, die Standard-Peloton-Schuhe mit sogenannten Cleats. Das sind so Plastikteile, die man unten dran schraubt. Die sind von dem Hersteller Delta Look und die klicken sich richtig feste hier in die Pedale ein, dass wenn man dolle tritt oder auch sich stellt beim Fahren zum Beispiel, dass man auf keinen Fall abrutschen kann, rausrutschen kann, so dass hier auch nichts passiert. Zudem ist es beim Spinning, wobei man das ja nicht sagen darf, weil es eine eingetragene Marke ist, auch so, dass gerade man also nicht nur tritt, sondern eben auch mit dem Schuh, weil er hier drin fest verankert ist, auch wieder hochzieht, nach hinten das Pedal mit hochzieht und somit eine Kraftentfaltung eben in der anderen Muskulatur dann auch nochmal hat. Und da weisen die Trainer auch immer schön bei den Fahrten darauf hin, dass man das eben auch tun soll. Das Ganze hat mich nun 3.160 Euro gekostet, weil ich zusätzlich einen 27-monatigen Serviceplan abgeschlossen habe. Das heißt im Grunde eine Garantieerweiterung. Kann man sich darüber streiten, ob man die braucht oder nicht. Ich habe es am Anfang schon mal kurz vorweggenommen. Es gab schon Probleme, das ist mein zweiter Rahmen. Da das Rad sehr, sehr hochpreisig ist, würde ich auch ganz klar dazu tendieren, das mit abzuschließen. Grundsätzlich ist es aber so, man kann Geld sparen. Und zwar habe ich auch in einem Facebook-Forum da sehr viele nette Leute kennengelernt. Und bevor ich das Teil bestellt habe, habe ich dort einen Rabattcode von einem der Nutzer zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich habe deswegen 100 Euro weniger gezahlt. Grundsätzlich kann ich diese Rabattcodes auch erstellen in einer begrenzten Form. Wenn ihr also Interesse an dem Rad haben solltet und auch 100 Euro auf das Zubehör, also es geht dann, das wird wohl nur abgezogen von dem Zubehör, das man hier auch dann dazu bekommt. Wenn ihr da auf jeden Fall sparen wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich packe euch meine E-Mail-Adresse unten mal in die Videobeschreibung mit rein. Dann kann ich euch gerne einen solchen Code zur Verfügung stellen. Zu diesem stolzen Preis von 3.160 Euro, damit war es das nämlich noch nicht, kommt dann nochmal eine monatliche Mitgliedspauschale dazu, dass man überhaupt diese geführten Kurse hier auf diesem schönen Display verwenden kann. Und das kostet dann nochmal 39 Euro monatlich. Also ihr seht, das ist schon ein sehr hochpreisiges Produkt, sicherlich nicht für jeden passend. Man muss das schon wollen. Man muss auch, ich sage jetzt mal, bereit sein, da Geld rein zu investieren. Peloton wirbt natürlich ganz klar damit, hey, wenn du jetzt nicht mehr ins Fitnessstudio gehst, sparst da das Geld, investierst es hier rein. Kommt sicherlich ein bisschen drauf an, wenn ihr in so eine billige Fitnessstudio-Kette geht, dann wird das hier mit Sicherheit teurer sein, auf jeden Fall kurzfristig teurer sein, als ins Fitnessstudio zu gehen. Also man muss klar sagen, ich konnte mir das nicht schön rechnen. Man muss das einfach wollen, aber dann bekommt man eben auch ordentlich was für sein Geld. Man kann das einmal zahlen. Ich habe das also ganz normal per Kreditkarte getan. Man kann das aber auch in einer Ratenzahlung tun. Der Hersteller Klarna wird da hinzugezogen. Das heißt, das macht Peloton also nicht selbst, sondern man zahlt im Prinzip dann monatlich einfach Gebühren an Klarna, so lange bis das Rad abgezahlt ist. Und ich glaube, das ist auch eine 0% Finanzierung. Also man zahlt da nicht obendrauf. Was man vielleicht noch wissen sollte, wenn es direkt bezahlt wird, so wie bei mir per Kreditkarte. Ich hatte eine Lieferzeit, ich nehme es vorweg, von 2 Monaten, ziemlich exakt 2 Monaten sogar. Und das Geld wird aber schon direkt eingezogen. Das heißt, ja, die Kohle ist erstmal weg und ihr habt da eine ganze Weile gar nichts. Auf jeden Fall, je nachdem, wie lange die Lieferzeit so ist. Das muss man dann ganz einfach wissen. Ja, ich habe eben schon mal ganz kurz gesagt, es gab eben ein Problem. Hier dieses Antriebsrad hier hinten, wo da ist ja ein Riemen gespannt, der letztlich auch vorne diese große Schwungscheibe hier antreibt. Das hat nach ein paar Tagen angefangen, richtig laut zu klacken beim Treten und hat vor allem auch ganz stark hin und her gewackelt. Ich blende euch das mal ganz kurz ein. Jetzt habt ihr es selbst gesehen und gehört. Ich glaube, das war eindeutig, dass das Rad hier einen Defekt hatte. Ich habe Folgendes getan. Ich habe ein kleines Video von diesem Problem aufgenommen und habe das per E-Mail an den Peloton Support geschickt an einem Sonntag. Ich habe dann, und diese Möglichkeit gibt es, am Montag darauf per Chat Kontakt aufgenommen mit der kurzen Frage, hey, ich habe euch eine E-Mail geschickt mit dem besagten Problem. Wie lange wird der Austausch ungefähr dauern? Der freundliche Mitarbeiter hat dann direkt am Montag die E-Mail geöffnet
geöffnet und hat im Chat auf mich gewartet, hat sich das angeschaut, hat direkt meinen Rahmenaustausch bestätigt und fertig gemacht und hat mir danach eine freundliche E-Mail geschrieben, die im Grunde genau das einmal beschreibt. Und das Ergebnis daraus war, dass ich exakt 2 Wochen später Renus vor der Haustür stehen hatte. Das war der Spediteur, der mir das alte kaputte Rad abgeholt hat und das neue gebracht hat. Das heißt, dieser gesamte Austausch hat trotz Corona und ich sag jetzt mal wirklich Peak-Phase von Peloton mit ganz, ganz vielen Bestellungen und Auslieferungen 2 Wochen gedauert. Sorry, ich sagte glaube ich Monate eben. Also 2 Wochen hat es gedauert, der Austausch. Und damit war ich unglaublich zufrieden. Also meine Erfahrungen mit dem Support bisher auf jeden Fall, da kann man gar nicht meckern. Und das zweite Rad, was ich jetzt hier bekommen habe, da habe ich auch schon etliche Rides mittlerweile drauf gefahren. Das macht gar keine Geräusche, das tut genau, was es soll. Ich bin zuversichtlich, dass das so bleibt, beziehungsweise besser gesagt hoffe, dass das so bleibt. Ansonsten müsste man dann den Support eben nochmal bemühen. Ich habe ja diese erweiterte Garantie abgeschlossen und ja, wäre dann der Hoffnung, dass hier auch nichts passiert. Ich habe das Rad im November des vergangenen Jahres bestellt und ziemlich genau auf den Tag nach 2 Monaten wurde es dann durch Renus, das ist ein Logistikunternehmen, das sozusagen von Peloton beauftragt wurde, an mich geliefert. Das war in der Corona-Zeit, in der wir ja leider immer noch sind. Das heißt, die Mitarbeiter haben wirklich sich vorher ordentlich desinfiziert, haben alle FFP2-Masken getragen, haben das Rad dann aber an meinen Aufstellort hier unterm Dach getragen, haben dafür gesorgt, dass alles aufgebaut wird, eingerichtet wird. Wir haben das WLAN auch noch direkt mit gemeinsam eingerichtet. Danach wurde nochmal alles desinfiziert. Kurze Unterschrift auf so einem kleinen Formular. Die Kollegen sind gefahren und es konnte im Grunde losgehen. Das heißt, von Bestellung zu Lieferung vergingen bei mir 2 Monate. Ich glaube allerdings, dass es mittlerweile etwas entspannter ist, dass die Lieferkapazitäten hochgefahren wurden, so dass wenn ihr jetzt bestellen solltet, dass das Ganze etwas schneller geht. Auf jeden Fall hört man das dann in diversen Foren etc. Wir haben eben darüber gesprochen, was in dem Set schon alles mit dabei war. Ich habe mir trotzdem noch einiges an Zubehör gekauft und ich würde euch einen Großteil davon auch empfehlen. Ich habe mir aufgeschrieben, eine Radhose mit Polster. Der Sattel hier oben ist aus meiner Sicht nicht unbequem, auf jeden Fall nicht unbequemer als das, was ich so auf dem Rennrad und meinen Mountainbikes habe. Aber ja, man merkt das natürlich gerade bei längeren Fahrten schon. Und genau aus dem Grund habe ich mir so eine Trägerradhose eben dann mit Polster am Hintern gekauft und damit fährt man deutlich problemfreier. Also ich merke das auf jeden Fall positiv. Die hat auch nicht die Welt gekostet. Ich verlinke euch das mal bei Amazon. Das macht auf jeden Fall aus meiner Sicht Sinn. Dann habe ich mir von WD-40 ein Silikonspray gekauft. Das sprühe ich regelmäßig hier auf die Pedale mit drauf und unten auf die Schuhe, auf die Cleats, damit das Ganze nicht so Knarzgeräusche gibt oder auch der Schuh einfach herein und rausrutscht hier aus diesem Haltesystem. Das kann ich euch nur empfehlen. Da hatte ich direkt zu Beginn wirklich laute Geräusche und die sind durch das Silikonspray dann nahezu weg. Desinfektionstücher habe ich mir gekauft. Ich mache nach jeder Fahrt das Rad einmal ordentlich sauber, zumal meine Frau eben auch damit fährt. Dann ist es so, dass meine Frau eben auch Schuhe brauchte zum Fahren. Sie hat sich gegen weitere originale Peloton-Schuhe entschieden und von Nike sogenannte Super Wrap gekauft. Das sind sehr angenehme, leichte Radschuhe. Da haben wir dann bei Amazon die zusätzlichen oder notwendigen Cleats, also diese roten Teile, die man hier braucht, damit es einklickt, dazu bestellt, dran geschraubt. Der Schuh, da ist sie sehr zufrieden mit, trägt sich angenehm und die Cleats passen perfekt hier mit rein. Dann ist es so, ich habe mir noch eine Massagepistole gekauft und zwar habe ich dann schon hin und wieder Muskelpartien, die sehr, sehr beansprucht werden durch das Radfahren hier und da finde ich es sehr, sehr angenehm, wenn man eben diese Muskelpartien mit dieser Massagepistole lockert. Ich verlinke euch einfach auch mal das Modell, das ich persönlich im Einsatz habe und dann natürlich Kopfhörer. Man kann hier zwar das integrierte Lautsprechersystem verwenden, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was drüber. Ich nutze hier aber sehr viel lieber Kopfhörer, auch um einfach Kinder nicht zu stören, wenn sie abends hier schlafen zum Beispiel. Man kann hier vorne einfach per 3,5 mm einen kabelgebundenen Kopfhörer einstecken. Das macht aus meiner Sicht hier wenig Spaß, wenig Sinn. Aus dem Grund nutze ich Bluetooth
Bluetooth-Kopfhörer. Ich habe die AirPods Pro, die passen aber nicht optimal bei mir leider. Und gerade wenn ich mich bewege und schwitze, rutschen die mir raus, selbst mit so Schaumstoffaufsätzen, die ich irgendwann mal gekauft hatte. Aus dem Grund habe ich diverses ausprobiert, angefangen von Bose, auch gehend über andere Produkte von Apple, also aus dem Hause Beats, und bin letztlich hängen geblieben bei den Amazfit Power Buds. Die wurden mir mal von Amazfit vor geraumer Zeit kostenfrei zum Testen zur Verfügung gestellt. Die finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Die sitzen bei mir gut. Die haben einen vollkommen ausreichenden Klang für das, was ich hiermit tue. Und die kosten nicht die Welt. Und die würde ich mir auch jederzeit, nach dem, was ich jetzt weiß, privat kaufen. Und das harmoniert hier mit dem Peloton Bike auch tatsächlich perfekt. Kommen wir mal zum Eingemachten und sprechen über das Rad selbst. Das heißt, was bekommt ihr hier für euer Geld? Ich habe mir aufgeschrieben, bis auf den Defekt sehr hochwertig verarbeitet. Also als das Rad geliefert wurde und ich habe es zum ersten Mal gesehen, ließ es überhaupt keinen Zweifel, dass hier eine gewisse Wertigkeit mitkommt. Das fühlt sich alles gut an. Das sieht top aus. Das ist hier in einem sehr schönen matten Schwarz gehalten. Da wackelt auch nichts oder so in der Richtung. Also da hatte ich wirklich einen sehr, sehr positiven Eindruck. Auch diese gesamten Knöpfe hier, um die Geschichten Höhen zu verstellen. Das klappt problemfrei. Einmal gedreht, hochgezogen, festgedreht, bleibt genau da, wo es ist. Wird bei uns ja auch regelmäßig verstellt, wenn meine Frau mit Pferd eine andere Höhe braucht. Das geht aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Das zentrale Element neben dem Radfahren oder neben dem Rad selbst ist natürlich dieser riesen Monitor, der hier oben dran hängt, den man auch bei dem Bike Plus auf jeden Fall komplett neigen kann. Das kann das normale Bike auch. Den kann ich aber auch noch komplett in die andere Richtung drehen. Und das ist eben ein riesen Vorteil, wenn ich jetzt irgendwelche Workouts durchführe, die eben dann nicht auf dem Rad stattfinden, sondern Hanteltraining zum Beispiel, die ich dann dahinter auf der Matte erledigen möchte. Und da macht das Sinn, wenn ich den Monitor rumdrehe. Die Bewegbarkeit, die Beweglichkeit besser gesagt, ist also aus meiner Sicht hier gerade bei dem Bike Plus wirklich, wirklich gut. Ich habe mir dann aufgeschrieben, die Auflösung ist Full HD, also 1080p. Wenn man jetzt jeden Tag an seinem Rechner sitzt oder an einem iMac sitzt oder MacBook sitzt und hat diese hochauflösenden 4 oder 5K Displays vor einem, dann merkt man das hier schon relativ stark, dass das eben nicht so hochauflösend ist, sondern nur Full HD, zumal man ja auch relativ dicht davor sitzt. Kann man damit leben? Absolut. Würde ich mir wünschen, dass sowohl die Kurse als auch das Display in Richtung 4K gehen? Ja, vielleicht. Wahrscheinlich würde dabei aber auch eine deutlich höhere Bandbreite genutzt werden müssen beim Streamen über das Internet als mit Full HD. Das ist immer so das. Dann ist es so, es spiegelt relativ stark. Das ist also eine spiegelnde Oberfläche. Ihr seht, so halb in der Richtung hinter mir ist eine Terrassentür raus zur Dachterrasse. Und es ist so, dass das leider nicht wirklich verdunkelbar ist bei uns. Da fehlt also ein Rollladen. Und dann fällt eben durch die leichte Jalousie, die hier angebracht ist, von hinten direkt Licht auf das Display drauf. Und gerade tagsüber ist das schon nicht extrem hell. Dann durch diese Spiegelung, sage ich jetzt mal, könnte das Display durchaus optimierter sein, was das angeht. Dann ist es so, selbst wenn alle Schrauben festgedreht sind, wenn ich richtig schnell drehte, und da spornt einen der Trainer ja auch häufig dann zu an, so Sprints zu fahren, dann wackelt schon der Monitor so ein bisschen hin und her. Auf jeden Fall bei meinen beiden Bikes, die ich bisher hatte, also das erste und auch das Austauschrad, bei beiden auch identisch. Das ist nicht schlimm, aber der vibriert und der wackelt wirklich so leicht hin und her. Dann, das habe ich eben schon mal kurz gesagt, ich schwitze natürlich hier beim Radfahren dann durchaus. Deswegen packe ich immer über den Lenker oben drüber ein Handtuch. Und wenn dieses Handtuch dann aus Versehen ans Display kommt, dann drückt man schon mal damit aus Versehen auf den Touch-Funktionen rum und verstellt ungewollt auch mal was. Das ist mir schon mehrfach passiert. Dann ist es so, hier sind ganz viele Lautsprecher drin verbaut in dem Monitor, wenn man ohne Kopfhörer fährt. Ja, ist sicherlich immer Geschmackssache. Ich fahre auch meistens mit Kopfhörern, aber für mein Dafürhalten geht das mehr als in Ordnung. Der Sound, der hier aus dem Bike Plus rauskommt, lässt für mich persönlich keine Wünsche offen. Das passt auf jeden Fall. Und dann muss man vielleicht noch sagen, weil ja der Monitor eben dann die Kerneinheit ist, die auch letztlich dann die Internetverbindung per WLAN hier bei mir zu Hause dann zu dem Peloton-Server aufbaut. Ich hatte mit dem Streaming und dem Internet und auch dem WLAN noch so überhaupt gar keine Probleme. Ich habe nicht einen Ruckler, einen Zuckler, einen Aussetzer, überhaupt gar nichts. Das funktioniert reibungslos bei mir jetzt seit 2 Monaten hier zu Hause im WLAN mit meiner Internetanbindung. Muss vielleicht dazu sagen, ich
nutze hier von der Deutschen Telekom eine 250er Leitung, also 250 Downstream, 40 Mbit Upstream. Ja, daran liegt es wahrscheinlich nicht. Bei Full HD Streaming braucht man diese Bandbreite eigentlich nicht. WLAN habe ich ja auch eine ganz ordentliche Qualität, aber um das abzuschließen, Hardware, bis auf den einen Defekt, den ich hatte, und auch der Monitor mit den genannten Einschränkungen, ist eben das, was ihr hier bekommt, wenn ihr das Bike Plus bestellt. In der nächsten Rubrik möchte ich gerne über ein paar Einstellungen am Rad selbst sprechen. Es ist so, es wurde ja durch Renus geliefert. Man sollte immer schauen, dass diese Füße hier unten, ich weiß nicht, ihr könnt es glaube ich schwierig sehen, da sind auf jeden Fall vorne zwei, hinten zwei so schraubbare, höhenverstellbare Füße dran geschraubt. Man sollte schauen, dass das Rad wirklich in Waage steht, weil ansonsten, gerade wenn man dann sich aufs, also stellt und drittstark, dann neigt es schon dann zum Hin- und Her-Wackeln, wenn das nicht ordentlich in Waage steht, dann können auch irgendwelche Knarzgeräusche auftreten etc. Das war tatsächlich aber hier direkt nach der Lieferung, wenn die komplett reingedreht sind, alle bei mir problemfrei schon der Fall. Da hilft sicherlich auch ein bisschen, dass das Rad auf dieser Bike-Matte hier steht. Die ist ja ein bisschen flexibel und sorgt auch dafür, dass so minimale Unterschiede wahrscheinlich ausgeglichen werden, was wiederum wahrscheinlich nicht der Fall wäre, wenn das Rad direkt auf dem Boden stehen würde. Was ich aber direkt tun musste, weil ich festgestellt habe, den Knauf hier vorne habe ich ganz festgedreht, aber trotzdem wackelt irgendwie dann der Lenker noch ein bisschen beim Fahren rum. Hier gibt es weitere Schrauben, einmal an der Seite, also auf beiden Seiten und auch hier vorne. Und die habe ich nochmal mit dem Bordwerkzeug, das mitgeliefert wird, ordentlich festgedreht. Die waren tatsächlich auch nicht ganz feste. Und danach hat dieser Lenker extrem viel weniger gewackelt, als das vorher der Fall war. Dann ist es manchmal so, wenn man hier vielleicht gerade mit rutschigen Händen diesen Knauf nicht 100% festdrehen kann, also ich nehme meistens einfach dann das Handtuch dazu, pack das Handtuch drum und drehe damit. Damit hat man nochmal einen deutlich besseren Grip. Dann ist es so, ich muss ja die Position vom Sattel und auch die Sitzhöhe sozusagen verändern. Das kann ich einmal hier unten tun, einmal da oben, vor, zurück, hier hoch, runter. Es ist tatsächlich so, dass man da die Hanteln nicht hinten in dieser kleinen Halterung drin haben sollte. Ich habe das am Anfang nicht beachtet und dann festgestellt, dass die Sitzhöhe sich deutlich schwierig verstellen lässt. Und letztlich ist mir dann dabei auch die Hantel aus dem Ding hinten rausgefallen und auf den Fuß geknallt. Ja, das war nicht sonderlich optimal. Von daher nehmt die Hanteln raus, bevor ihr die Sitzhöhe entsprechend verstellt. Der Lenker kann in der Höhe verstellt werden, aber nicht vor und zurück. Das ist vielleicht so ein minimaler Kritikpunkt. Und wenn ihr den Knauf hier aufdreht, dann müsst ihr wirklich mit beiden Armen so ein bisschen unter den Lenker drunter greifen und den so leicht schräg zu euch nach hinten ziehen, um ihn hoch und runter zu packen. Das ist gar nicht so verkehrt, weil wenn die Schraube offen ist und ich lasse das einfach los, dann fällt der nicht komplett runter, sondern der bleibt im Grunde durch seine leichte Verkeilung in dem Element hier dann genau auf dieser Position mit drauf. Das ist, man muss das wissen, weil am Anfang haben wir tatsächlich probiert und hat es nicht richtig funktioniert. Aber das ist durchaus vorteilhaft, wenn man eben den Hintergrund versteht. Wenn man das Rad zum ersten Mal einschaltet, wird man auch schön so ein bisschen durchgeführt. Dann mit so kleinen Videos, wie man die Sitzposition optimalerweise einstellt, wie hoch, damit die Knie eben nicht komplett durchgedrückt sind und auch nicht dann zu wenig durchgedrückt werden etc. Wie weit weg sollte man sitzen, damit man recht zentral über den Pedalen sich auch befindet. Ich habe das genauso gemacht wie in dieser Videoserie beschrieben und habe dann aber in den Tagen und Wochen danach immer mal wieder minimale Änderungen durchgeführt. Den Sitz habe ich zum Beispiel minimal weiter nach vorne gezogen, hier das Sitzrohr ein bisschen weiter hochgestellt, auch den Lenker noch minimal hochgestellt, damit es ein bisschen angenehmer im Nackenbereich war beim Fahren. Das müsst ihr einfach ausprobieren, aber ich finde, die Basis, die dann entsteht, wenn ihr das befolgt, was hier bebildert auf dem Monitor angezeigt wird, das geht schon vollkommen in Ordnung. Ja. Und dann war eines der ersten Dinge, die ich getan habe, war hier an den Pedalen die kleinen Schräubchen auf der Unterseite noch ein bisschen fester gezogen, weil durch diese Schraube reguliere ich sozusagen die Spannung, die entscheidet, wie einfach ihr den Schuh mit dem Glied, also mit dem Klicksystem
auch wieder rauslösen könnt. Also man klickt da ja rein, indem man erstmal vorne einhakt und dann hinten fest runtertritt. Dann ist der Schuh drin. Und wenn ich den Schuh wieder rausholen möchte, dann muss ich den quasi nach außen, also den linken nach links, den rechten nach rechts, nach außen drehen. Und ab einem gewissen Grad oder ab einer gewissen, ich sag jetzt mal, Kraft, die dann entsteht, schnappt der raus. Und diese kleine Schraube steuert, wie schnell das funktioniert oder wie schnell das passiert. Und ich habe die ein bisschen fester gedreht, damit ich weniger Spiel im Pedal habe und der gesamte Schuh fester im Pedal sitzt. Geht damit auch schwerer rein und raus, aber empfinde ich beim Fahren tatsächlich angenehmer. Man hat einfach das Gefühl, so ein bisschen mehr Halt dann im Pedal drin zu haben. In der nächsten und auch letzten Rubrik möchte ich noch über das ein oder andere Problemchen sprechen, das ich mit dem Rad hatte, bevor ich dann auch euch sozusagen gerne zum zweiten Videoteil überleiten würde. Und zwar über den Hardware-Defekt haben wir schon gesprochen, das brauchen wir hier nicht nochmal aufzuwärmen, habe ich mir aufgeschrieben, Gymkit nach einem Update nicht verfügbar. Es war gerade der Zeitpunkt, das Rad wurde geliefert, ich glaube an dem Tag oder in der Woche der Lieferung hat Peloton hier ein neues Firmware-Update ausgeliefert und gerade an dem Tag war es so, dass ich habe die Apple Watch dran gehalten, sie hat sich auch verbunden und es wurde dann einfach kein Puls angezeigt auf dem Display. Ich dachte, irgendwas machst du falsch, habe gegoogelt, habe in Foren nachgelesen, bis ich dann irgendwann bei Facebook darauf aufmerksam wurde, hey, es liegt offensichtlich wirklich daran, dass Peloton gerade mit dem Firmware-Update Probleme hat. Ich habe dann auch eine Anleitung gefunden, wie ich in der Oberfläche dieses Update wieder deinstallieren kann. Das habe ich dann auch getan und siehe da, Gymkit funktionierte problemfrei. Ich konnte die Apple Watch problemfrei verbinden. Eine Woche später gab es ein neues Firmware-Update, wo dieses Problem behoben wurde. Jetzt aktuell, wo ich das Video aufnehme, 2 Monate später, gab es wieder ein neues Firmware-Update und man liest in diversen Foren, dass sich auf der Basis wohl irgendwie die Größe und das Körpergewicht immer wieder in den Einstellungen verändert. Genau aus dem Grund habe ich dieses Update noch nicht installiert. Also man muss sagen, in den 2 Monaten gab es 2 Firmware-Updates und in 2 Fällen gab es irgendwie Problemchen danach. Ich hoffe, dass das mal so Ausreißer sind und dass sich das nicht irgendwie so bewahrheitet, dass das permanent stattfindet. Wäre schade, aber ich bleibe jetzt erst einmal auf dem Firmware-Release, das ordentlich funktioniert, weil man kann das auch wegklicken, wenn das dieses Fenster fürs Firmware-Update kommt, auch häufig wegklicken und dann werde ich das irgendwann durchführen, wenn man in den Foren liest, dass es da auch keine Probleme mehr gibt. Ansonsten hatte ich in dieser Zeit glücklicherweise noch keinerlei Probleme mit diesem Rad, auf jeden Fall mit dem Austauschrad nicht. Mal abgesehen davon, dass ich wirklich empfehlen würde, hin und wieder mal ein bisschen Silikonspray auf die Pedale drauf zu packen und auf die Schuhe unten, also auf diese Cleats, damit das auch ordentlich flutscht und hier keine Geräusche in irgendeiner Form auftreten. So, das soll es also auch für den ersten Teil des Videos gewesen sein. Ich weiß, relativ langatmig. Ich hoffe trotzdem, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ich würde mich, wenn ihr bis hierher dran wart, wirklich freuen, wenn ihr das A mit einem Daumen nach oben honoriert und auch ein Abo auf meinem Kanal dalasst. Und würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch den zweiten Videoteil, ihr habt es vielleicht gerade gehört, die Kinder rufen schon, es gibt gleich Essen, wenn ihr auch den zweiten Teil des Videos, wo es eher so um die Peloton-Erfahrungen, Kurse, wie fühlt sich das an, wie sieht es mit der Motivation aus, macht es noch Spaß nach 2 Monaten etc., wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Ich verlinke euch das mal oben in der Infocard und unten in der Videobeschreibung. Also vielen, vielen Dank, bleibt gesund, hinterlasst mir gerne einen Kommentar und wenn ihr so einen Promocode braucht, weil ihr auch Gefallen an so einem Bike gefunden habt, schreibt mir gerne eine E-Mail dazu oder in die Kommentare auch gerne rein. Ich melde mich dann bei euch und also dann bis zum zweiten Teil. Macht's gut!